Fühlst du dich manchmal wie eine Null? Oder wie wenn du wieder bei Ground Zero anfangen müsstest? Aber weißt du, am tiefsten Punkt unseres Lebens steht Gott und wartet. Wir mögen vielleicht eine Null sein, aber er macht eine Eins davor und sofort ergibt das für die Null einen Wert. Es entsteht eine 10, wenn er Nullen dahinter macht, eine 100, eine 1000. Eine Million. Ich habe mir jetzt nicht überlegt, was ich genau sage zu diesem Video oder in diesem Video, sondern ich lasse jetzt einfach den Heiligen Geist wirken, dass er redet, wie er will. In herausfordernden Momenten unseres Lebens ist es wichtig, echtes Gold zu haben, Bibelverse, auf die wir uns stellen können, eine intakte Beziehung zu Jesus und auch ein Freundeskreis, der uns auffängt, wie ein Netz, wo man reinspringt. Ich trage diese Kette, die ist vom Zibelemarkt, vom Zwiebelmarkt in Bern. Sind alles kleine Lutschbonbons drin. Und nur weil das Leben dir ein Schlechtes gibt, heißt das nicht, dass die ganze Kette nichts ist und einfach weggeschmissen gehört. Auch die bitteren Pillen müssen wir manchmal schlucken, aber wir müssen aufpassen, dass uns eine Situation nicht bitter zurücklässt, sondern besser. Als ich vor 7 Jahren nach München kam, jetzt im Rückblick oder wie in einem Rückspiegel im Auto, kann ich heute sagen, ich war ein Kind, unreif, unberechenbar, irgendwo unstet, nicht fähig, Konflikten zu begegnen, nicht fähig, hinzuschauen und zu analysieren. Ich ließ kaum Menschen an mich heran. Und die Situation, Ulrich, meinen Mann zu heiraten, hat alles verändert. Er hat mit mir sehr viel Ups und Downs mitgemacht, von Burnout bis zu himmelhoch jauchzen. Ich wäre nicht die Person, die ich heute bin, durch Jesus, ohne ihn. Klar, Gott hätte es auch anders machen können. Viele Leute bewundern mein Gebetsleben und mein Glaubensleben, aber nur wenige wissen von den vielen Kämpfen. Gleich nach meiner Eheschließung habe ich entdeckt, dass ich belogen und betrogen wurde. Nebst all dem Positiven, nebst all dem Schönen, was immer wieder überwog, ist doch Vertrauen und Ehrlichkeit, Wahrheit, die Basis einer Beziehung. So bin ich 2018 ungefähr das erste Mal zurück in die Schweiz und seither sind es dreimal gewesen. Ein Hin und Her für meine Familie und alle Beteiligten, wo ich einfach abbrach in München, weil ich es nicht mehr ertrug, weiter angelogen und betrogen zu werden. Aber es gibt keine Rechtfertigung. Ich hatte ein ganz anderes Gottesbild, als ich es heute habe, das eines strengen Gottes, der sagt, nimm dein Kreuz auf dich und wenn du blutest, ich habe mich schließlich für dich gegeben. Nicht weniger als das fordere ich von dir. Und wenn du dabei kaputt gehst, es muss dir alles zum Besten dienen. So spricht der religiöse Geist, nicht Gott. Der religiöse Geist weiß nämlich das Richtige und wendet es aber falsch an. So durfte ich in den letzten Tagen erkennen, dass ich nicht bin, was ich leiste. Ich dachte, ja, jetzt bin ich halt nur noch Ausschussware. Warum lebe ich überhaupt? Als mein Mann mir die Beichte oder beichtete, dass er mich erneut betrogen hat mit Prostituierten. Ich weiß, ich darf offen sein hier, weil er geht ebenso offen damit um. Im Moment der Beichte habe ich es sofort vergeben. Ich habe rein rational reagiert. Am Sonntag darauf im ICF kamen dann schon Emotionen im
Encounter Gott. Und wir sind versöhnt auseinander. Ich bin also auseinander einfach für meine Zeit hier am Weihnachtsmarkt in der Schweiz, bis ich beim Bundeshaus die Lichtershow anschaute am vergangenen Samstag und plötzlich merkte, nein, ich will das nicht mehr. Gott hatte mir vor langer Zeit gesagt, ich werde dich in das Land zurückführen, aus dem ich dich geholt habe. Hatte ich schon vergessen. Er hatte mir eine Vision gegeben, dass ich einmal in einer kleinen Wohnung des Hauses meiner Eltern wohnen werde. Ich dachte, das ist irgendwann, wenn ich Witwe bin, was weiß ich. Als Gott beim Bundeshaus mir erklärte, dass mein Mann Ersatz war für Vater und Mutter, respektive eine Art Therapie für das, was sie nie waren in der Kindheit, fürsorglich, liebevoll, einfach all die Dinge, für mich einstehend wirklich, dass ich deshalb wie nicht wegkomme und dass diese Ehe nie unter dem Segen Gottes geschlossen wurde. Ja, ich habe ihn ja gar nicht gefragt, mein Mann auch nicht. Aber wir haben viele Segensmomente erlebt, viele Highlights, viele Momente der Gnade. Gott hat uns durchgetragen. Wir waren ein einziges Wunder, dass wir immer wieder kurz vor der Scheidung einen neuen Anlauf nahmen und uns noch mehr schätzten, obwohl wir alle Abgründe kannten. Und wir waren für viele ein Beispiel, ein Vorbild. Und da stehe ich am Bundeshaus und statt dass ich die Nautilus und 20.000 Meilen unter dem Meer schaue, Point Nemo, sehe ich meine Abgründe und erkenne, nein, ich möchte das nicht mehr. Und Gott spricht und sagt, ja, ich auch nicht. Ich möchte, dass du gehst. Ich höre das so und denke, nein, das kann nicht Gott sein. Gott ist nie für Scheidung. Gott ist immer für die Ehe. Er ist nie für diesen Weg. Dann sagte Gott, habe ich dir nicht einmal gesagt, du sollst über Strukturen hinausdenken. Ich habe gesagt, Herr, in Gedanken, bist du das alles, der da spricht, der Auferstandene, der Gekreuzigte, der Auferstandene, der zu Rechten Gottes sitzt, der den Teufel besiegt hat, der den Tod besiegt hat, der wiederkommen wird als Herr und vor dem sich jedes Knie beugen muss. Und er sagte, ja, ich bin's. Auf diese Frage, die ich stellte, würde der Teufel nie mit Ja antworten können. Und weißt du, es ist herausfordernd, weil wenig Leute glauben, dass ich es diesmal durchziehe, dass ich diesmal konsequent bleibe. Weil sie es vorher immer wieder ein Hin und Her erlebten und mein Vater sagte, komm endlich mal irgendwo an. Aber ich habe Freunde. Speziell, dass meine geistige Tochter mir sagte, als vor einigen Tagen noch nichts von all dem bekannt war, du. Als ich in deinem Zimmer war, musste ich so weinen und ich wusste nicht warum. Und du, diesmal spüre ich, dass es anders ist, dass du nicht nur für kurz weggehst. Und eine liebe Freundin von der Ostsee, die Sandy, hat mir geschrieben, Gott sagt, es ist genug und du sollst jetzt gehen, er will was Neues tun. Und sie wusste nicht, dass er mir diese Worte auch gesagt hatte. Und so habe ich auch noch andere Freunde wie Roger, wie meine Schwester Daniela, wie Gabi, die sich in mich investieren, die hinter mir stehen, die mich unterstützen. Du kannst gerne an mich denken, heute fahre ich nach München für 3 Tage, um meine Sachen zu packen und am 17. Dezember ist der Umzug. Bitte bete für Ulrich, meinen Mann, bete für mich, bete für diese Herausforderung, einfach, dass wir uns nicht noch mehr verletzen und ja, verletzte Menschen verletzen Menschen, sondern in Würde und Anstand voneinander scheiden, dass wir auch an die, all die schönen Momente denken und dass mein Mann, auch wenn ich nicht mehr an seiner Seite sein werde, weil 7 Jahre ist einfach genug, frei wird. Er hat nämlich ein Bild gekriegt von der Titanic und der Reling und dass Gott ihm sagte, wenn du nicht bald loslässt, wirst du mit dem Schiff untergehen. Es gibt ja so verschiedene Meinungen über Heilsgewissheit und dass wir die nicht mehr verlieren können, das Heil. Aber es steht auch, Ehebrecher, Hurer werden das Reich Gottes nicht erben. Wir sind errettet rein aus Gnade. Ab danach sollen wir ein geheiligtes Leben führen. Und wenn wir in Sünde verharren, ja, Gott sei Dank bin ich nicht Gott, der das entscheiden muss. Und glaub mir, ich habe mich die letzten Tage verurteilt. Ich war im Raum der Anklage, aber das bringt kein Leben.
Und Gott ist anders als der Standard und er lässt sich in keine Form pressen. Wir denken, es muss so und so sein. Und das kann doch nicht sein. Aber er denkt anders, seine Wege sind höher und seine Gedanken auch. Weißt du, ich bin traurig, ich bin sehr traurig, ich traure um die Zeit, einfach die Kämpfe und dass es doch nichts brachte. Schlussendlich gut, ja, es hat mich verändert, es hat Ulrich verändert. Ja, es hat nicht nichts gebracht, aber am Schluss zu erkennen unter dem Strich, ich habe einen besten Freund verloren. Meine Schwester hat mich dann daran erinnert, dein bester Freund ist Jesus und den hast du nicht verloren. Ich habe so viel erlebt und ich habe mich so verändert durch meinen Mann und ich bin so dankbar. Aber jetzt habe ich den Ehering mit ihm durch einen Ehering mit Jesus getauscht. Ja, ich mag eine Null sein, aber Gott stellt seine Eins davor.